Ja, hallo liebe Indie-Freunde, ich bin's der Patrick und ich möchte euch heute ein Indie-Spiel vorstellen und zwar das gerade erschienene Talent Not Included. Ja, das Spiel kommt von den Freema Studios, welche ihren Sitz in Kanada haben. Diese haben schon in einigen Spielen mitgewirkt und zwar Resident Evil Revelations 2 und Oddworld Soulstorm. Also, das Spiel handelt von, ja, hat eigentlich eine ganz verrückte Geschichte, ganz kurz gesagt. Drei Monster haben Langeweile und möchten irgendwas mit Videospielen machen und haben gesagt, ey, lass uns doch ein Schauspiel über Videospiele machen. Ja, und darum geht's auch. Ihr spielt ein kleines Männchen, was sich sozusagen, ja, in einer Bühne befindet, wo immer wieder Elemente kommen, wo ihr drüber springen müsst, wo ihr, ja, Bonbons einsammeln müsst, um möglichst viele Punkte zu erhalten. Also je nachdem, wie viele Bonbons ihr gesammelt habt, desto besser ist natürlich eure Punktzahl. Es gibt verschiedene Charaktere, die im Verlauf des Spiels ausgewählt werden können, wenn ihr natürlich die einzelnen Chapter schafft. Endbosse gibt es auch und der Schwierigkeitsgrad wird natürlich mit jedem Charakter, den ihr freigespielt habt und jedem Chapter, den ihr weiterkommt, immer schwerer. Also es gibt mit Sicherheit irgendwelche Level, wo ihr zur Frustration gebracht wird. Wurde ich auch. Ich habe das Spiel jetzt schon mehrere Stunden gespielt. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es kann übrigens auch im Koop gespielt werden, sowie online als auch lokal. Ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Grafisch sehr, sehr schön anzuschauen. So im Comic-Stil gehalten. Dazu auch noch ein paar Witze mit eingebracht und so weiter und so fort. Ein wirklich schönes Spiel. Ja, Talent Not Included ist ab sofort für Steam erhältlich, kostet 10,39 €. Von meiner Seite aus gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für das Spiel. Es macht sehr, sehr viel Spaß und im Koop noch viel, viel mehr. Also wenn ihr einen Freund habt, der das auch hat oder der vielleicht auch sogar vorbeikommen kann, spielt es auf jeden Fall mal zu zweit. Ja, ich sag da mal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch gerne mal ein Like auf dem Video da und auf unserer Facebook-Seite, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich sag bis zum nächsten Mal mit dem nächsten Indie-Game. Euer Patrick und ciao.